Er hat auch keine Freundin. Die tragische Musik. 57 Fahrzeuge wurden gelöscht. Und Jim hat 150 Simoleons Urlaubsgeld erhalten. Das ist doch schön. Freut man sich doch. Er möchte wieder einen Herbstsalat zubereiten. Von mir aus soll er machen. Oh, sie ist wach. Schön. Schön, schön. Schön, schön. So, dann machst du mal das hier und fängst dann an, hier den Garten zu pflegen. Dann kannst du dein Bett machen. Heute ist wieder Schule, ne? Jo. Und dann kannst du ein bisschen ferngucken. Wie sieht denn deine... Ah ja, ein bisschen musst du noch. Könnte sie ja rein theoretisch... Huch, warum hat sie denn das im Inventar? Tabcast könnte sie ja mal schreiben. Und dann ferngucken. So, er kann dann auch Weintraubenpfannkuchen frühstücken. Da stimme ich voll und ganz zu. Und er räumt dann die Teller weg. So, um 7 steht er auf. Das ist gut. Oh Mann. Ach Gott. Ach nö. Moment, bevor du zur Schule gehst, isst du bitte noch was. Das hat bei ihm ja jetzt wieder so gedauert. So. Sie macht das noch fertig. Level 4 für die Gartenarbeit und Level 3. Schön. Beide kommen zu spät, das macht aber nichts. Samen finden und Pflanzendüngen machen wir mal beides weg. Braucht sie gerade nicht. Er will Pfannkuchen zubereiten. Das wird eher passieren als Feuerwerk machen. Und wir haben wieder Post. Dann nehmen wir erstmal die Post und gehen dann zur Schule. Ist ja nicht mehr so buggy zum Glück. Also was heißt nicht mehr so buggy zum Glück? Ich finde den Bug ein bisschen anstrengend. Oh, Jim hat ein Geschenk bekommen. Ich finde es ja ein bisschen anstrengend, dass da dieser Bug existiert, dass eben, wenn Kinder zu spät zur Schule gehen, es gleich komplett als Schuleschwänzen gewertet wird und die Eltern ihnen dann eben Hausarrest aufbrummen. Was an sich ja noch in Ordnung ist, aber dass dann eben die Eltern den Kindern komplett verweigern, das Haus zu verlassen. Das ist dann so ein bisschen... Moment mal. Aber ich muss doch das Haus verlassen, um in die Schule zu gehen. Oder kommen dann... Also, kommen dann Lehrer zu mir und dann kriegen sie wieder Ärger, weil sie wieder nicht in der Schule waren. Und das ist dann doch ein Teufelskreis, ne? So. Ah, die arme Rebecca ist jetzt wieder total entsetzt, weil hier so viele fremde Leute sind. Kann ich verstehen. Ich würde ja mal gerne seine Freundin sehen. Ich habe die ja... geschwängert. Also nicht ich, sondern er. Aber ihr wisst, was ich meine. Habt ihr hoffentlich in der letzten Folge gesehen. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Nein, machen wir nicht. Ja. Auf jeden Fall würde mich mal interessieren, ob die jetzt schwanger ist oder ob dann einfach irgendwann nur ein Baby da ist. Oh, es regnet. Wie warm ist es denn? 27 Grad. Oh, dann ist das ein schwüler Tag. Ah, noch ist da nichts. Ja, Jim ist wieder auf der Liste der besten Schüler. Schön. Schön, schön. So, gib mal deinem Bruder bitte das Ding und dann macht er jetzt mal Hausaufgaben. Nee, du gehst noch nicht nach Hause. Oh, ein Pony. Also ein Wildpferd, aber trotzdem ein Pony. Arbeitsplatz ist hier. Dann gehst du mal in die Bibliothek. Und machst dann dort Hausaufgaben. So, und dann kannst du nämlich zur Arbeit gehen danach. Nein, zur Arbeit.
In 2 Tagen 19 Stunden ist. Ah, hier, in 2 Stunden, genau. So, Jim ist in der Bibliothek und macht dort Hausaufgaben. Dann wird er nicht so nass, ne? So, da ist ein Stein. Gott, was macht ihr? Oliver von Hüftgold, wie siehst du denn aus? Nicht nachgeladen. Rebecca hat für die Fähigkeit Schreiben soeben Level 10 erreicht. Die ergreifenden Dramen von Rebecca haben zahlreiche Sims zu Tränen gerührt. Ihre humoristischen Werke haben so manchen Lachkrampf ausgelöst. Und auch die spannendsten Sagen stammen aus ihrer Feder. Rebecca hat sich die Lorbeeren redlich verdient. Okay. Schön. Baby? Baby. Alexis Greenwood. Wird jetzt ganz nass. Arme Alexis oder armer Alexis? Bist du fertig? Ja, du bist fertig. Dann kann Rebecca das Ding kriegen. Was ist das denn? Ich sammle es einfach nicht. Ich fahre jetzt dann gleich nach Hause. Danke für die Info. Danke, danke schön. Ach ja. So, sie will die Buchhandlung besuchen. Das machen wir mal nicht, weil wir im Moment noch genug Bücher haben. Wie sieht es denn bei ihr gerade aus? Sie hat ein bisschen Hunger. Sie muss duschen, unbedingt duschen. Kann sie machen. Spaß. Also wenn sie zu Hause ist, soll sie erstmal... Oh, die können wir verkaufen hier. Im Moment nicht, weil sie unterwegs ist, aber sobald sie zu Hause ist, können wir das verkaufen. Im Bistro essen. Wir haben zwar 5000 Simoleons, aber das muss für euch beide noch ein Weilchen reichen, bis ihr... Also ihr wollt ja noch studieren gehen, ne? Das wollten wir ja noch ausgiebig machen. So, gut, dann machst du jetzt erst noch Hausaufgaben. Kannst ja erst noch einen Tabcast anmachen und dann Hausaufgaben machen. So. Den verkaufen wir, den Lavendel. Etwas im Wert von mindestens 100 Simoleons kaufen. Können wir tun. Hier ist noch Pfefferminzsamen. Obwohl, die heben wir mal auf. So. Dann macht sie Hausaufgaben. Kann dann was essen. Duschen. Und dann schreibt sie mal in ihrem Buch weiter. Dann ist sie jetzt erstmal beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob er isst während auf der Arbeit. Muss dann mal gucken, wie es dann aussieht mit ihrem... Also wenn sie jetzt gegessen hat. Moment mal, wir kaufen jetzt einfach etwas im Wert von 250 Millionen, Quatsch, Simoleons. Ah, Moment. Wir warten erstmal, bis sie gegessen hat. Dann hole ich einfach neue Stühle. Ah, der Salat ist schlecht. Gut. Also nicht gut, aber gut zu wissen. So, Stühle. Esszimmerstühle. Nee, ich brauche Barhocker. So, genau so eine Hocker. Oh ja, die passen sogar farblich. Mehr oder weniger. Cool. So, das ist zwar jetzt übertrieben viel gewesen, aber... Okay, der Herbstsalat ist anscheinend schlecht, deswegen kann er dann auch mal Herbstsalat machen. Zeig mal. Hauen wir den mal weg. Dir geht's gut? Okay. Okay, gut zu wissen. Dir geht's gut. Wäsche waschen will er auch. Was ist er denn für einer? Er wurde leider nicht befördert. Wie sieht denn seine Jobleistung aus? Naja, fast. Jetzt hat er erstmal 2 Tage Zeit. Dann mach mal einen Herbstsalat.
Level 4, schön. Gut. Ja, du bist ein ganzer Mann. So. Dann kannst du den Müll rausbringen und noch duschen. Zähne putzen. Dann hoffe ich, räumst du den Teller selber jetzt weg? Nee, machst du nicht. Mache ich. Also nicht ich, sondern du, aber du weißt, wie ich es meine. Hoffe ich. Aha. Lad mal die Barbara noch ein, bevor du duschen gehst. Ich will mal wissen, wie die Barbara gerade aussieht. Barbara hat keine Lust, rüberzukommen. Ist Barbara zu Hause? Jo. Dann will ich da mal kurz gucken. Hatte ich das Haus nicht geöffnet? Ah, hier. Es ist... Moment. Das ist doch aber Olivers Haus. Kurzen Augenblick. Schließen. So. So, Master Control öffnen. Genau. Huch. Hier ist eine Urne. D.L. Emma Riddle. Warum auch immer? So, Kinders, wo seid ihr? Ich denke, ihr seid zu Hause. Ah, da. Tatsache. 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 Die ist schwanger. Tatsache. Ein Bauchhorchen, Bauch berühren. Tatsache. Hat wirklich funktioniert. Cool. War zwar mehr oder weniger Luftbestäubung, aber es hat funktioniert. Nur mal so. Ne? Ich hoffe, dass mir jetzt der Spielstand deswegen nicht crasht. Das wäre sehr ärgerlich, aber halten wir fest, es hat funktioniert. Putzen wir uns noch die Zähne. Und dann kannst du eigentlich ins Bett gehen. Ja. Ja. So, Schlafanzug, schlafen. Kannst auch gleich am Morgen das Bett machen. So, du bist erstmal fertig. Ich weiß. Ich weiß, dass du müde bist, deswegen sollst du ja auch ins Bett gehen, aber ich möchte erstmal, dass du dir vorher die Zähne putzt, sonst fallen dir alle Zähne aus. Sonst kommen die Zahnteufelchen mitten in der Nacht, wie bei Jörg, der Zahnweh hatte. Gut. Ach Gott. Ich bin in letzter Zeit wieder verschnupft. Das finde ich irgendwie echt unschön. Aber ändern lässt sich da spontan leider nichts dran. So. Lunte anzünden, aber das dann bitte draußen. Nicht hier. Gut, die beiden. 8 Tage bis zur Alterung. Dann hoffe ich, dass Babsi auch bald, also Barbara, auch bald erwachsen wird, also in dem Dreh, wie er erwachsen wird. Dann lasse ich den Haushalt nämlich zusammenziehen und werde sie dann in eine andere Stadt verfrachten. Ja. Ist zwar schade wegen der Familienbande, aber dieser Spielstand hier ist langsam aber sicher so buggy, dass ich das leider nicht anders machen kann. Achso, mit Barbara abhängen. Ich dachte, er will jetzt eine gute Freundschaft mit ihr etablieren oder so. Jungchen,
Das ist deine Freundin und die ist schwanger von dir. Deswegen würde ich mal so vermuten, dass ihr eigentlich gute Freunde sein solltet. Da will ich ja jetzt natürlich nicht irgendwie pauschalisieren. Das kann ja alles immer so ein bisschen anders sein, ne? So. Sie will mit jemandem sprechen. Warum sprichst du nicht einfach mit deinem Bruder? Mit deinem Zwillingsbruder, aber der ist ja jetzt schon wieder fertig. Also. Huch! Da gab es gerade einen kleinen Stau. Kann sie hier mal Zähne putzen? Sie kann natürlich auch jemanden anrufen zum Plaudern. Oh, schön, dass sie das selber wegräumt. Oder habe ich ihr gerade gesagt, sie soll es wegräumen? Ich habe es vergessen. So, und dann kann er sie ja hoffentlich mal nach Hause einladen. Wenn nicht, besucht er sie halt. So. Sie soll mit jemandem plaudern. Und dann... Oh, Post. Post, 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 Post. Dann kann sie ein bisschen spielen und dann soll sie hier weiterschreiben. So, wen nehmen wir denn da? Nehmen wir mal den Fabian Lingold, mit dem soll sie mal telefonieren. Ne? Ui, der Salat ist reif. Oh, Barbara kommt rüber. Das ist schön. Damit habe ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet, weil sie ja vorhin schon meinte, sie hätte keine Lust. So, aber er beschäftigt sich jetzt. Und seine Freundin kommt ja hoffentlich bald zu Besuch. Solltest du nicht die Post holen? Ach, so weit war sie noch nicht. Oh, da kommt sie. Wunderschön. Sie ist sehr muskulös, kann das sein? So, dann sprich mal mit dem Baby im Bauch und dann hörst du mal am Bauch und dann... So. Ja, das hier ist ja jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Mehr Romantik geht nicht, nur ein romantisches Foto machen. Reg dich nicht so auf, Mädchen. Oh Gott. Oh, was? Sie ist eine Erwachsene? Oder ist sie jetzt deswegen erwachsen geworden? Wunderschön. Oh Gott. Moment, Kamera, Fotos ansehen. Ja, das müssen wir jetzt leider weghauen. Tja. Ja, also Barbara ist damit erwachsen geworden. Damit, dass sie schwanger geworden ist. Schade. Kannst ja ein paar Klimmzüge machen. Film gucken. Ah, er könnte natürlich mit Barbara auch ins Kino gehen. Upsa. Um 12. Also jetzt. Liebe und Trüffel. Nee, geschwollene Herzen ist natürlich viel schöner. Da ist ein roter Punkt. Ach, der ist vom Rechner.
Wunderbar. Wunderbar, einfach nur schön. So, du bist beschäftigt und dann, wenn du fertig bist, kannst du mal ein Schaumbad nehmen. Er will ein Babybuch, ein Schwangerschaftsvorbereitungsbuch lesen. Kann er eigentlich machen? Er wird ja jetzt Daddy. Buch lesen. Man muss ein Buch online kaufen. Nee, 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 nee. Das kann er aber machen.